Jeanette Clark in Berlin. Was war denn dort Neues zu erfahren? Was hat denn der einzige Zeuge heute, der frühere Präsident des Bundesnachrichtendienstes Ernst Urlaub, preisgegeben? Ja, Thomas Bade, die wichtigste Nachricht des Tages haben Sie im Prinzip schon vorweggenommen. Ernst Urlau, der ehemalige BND-Präsident, hat hier im Ausschuss als erster Zeuge bestätigt, dass in der Tat das Bundeskanzleramt bereits vor ungefähr 10 Jahren darüber informiert gewesen sein soll, dass der US-Geheimdienst NSA mithilfe des BND versucht, in Europa Ziele auszuspionieren. Das hat Ernst Urlau hier gesagt. Und Ernst Urlau ist für diesen Ausschuss eigentlich der ideale Zeuge, gerade wenn es um das in Rede stehende, die in Rede stehende Affäre geht, dieses Ausspähen von europäischen Partnern, über das ja hier seit Wochen jetzt nicht nur hier in diesem Untersuchungsausschuss geredet wird. Denn Ernst Urlau, der ist nicht nur BND-Präsident gewesen von 2005 bis 2011, sondern war vorher im Kanzleramt Abteilungsleiter genau für die Abteilung, die für die dienstliche Kontrolle des BND zuständig ist. Deswegen hat man sich natürlich auch von ihm erwartet, dass er was dazu sagen kann. Wer wusste denn im Kanzleramt, wer wusste denn im BND zu welchem Zeitpunkt genau was, denn das ist hier immer noch nicht abschließend geklärt. Die Vernehmung von Ernst Urlau, die läuft noch. Ich hatte aber die Gelegenheit, Obleute zwischendurch hier herauszubitten und habe sie gefragt, was denn bislang an Erkenntnissen rumgekommen ist. Und zunächst wollen wir Ihnen zeigen, die Obfrau der CDU-CSU-Fraktion, Nina Waken. Frau Waken, welche Erkenntnisse hatten Sie denn bislang aus der Vernehmung von Ernst Urlau? Herr Urlau hat uns darüber berichtet, dass ihm wiederum im Jahr 2006 berichtet wurde, dass die Amerikaner versuchte Informationsgewinne hatten zu Bereichen EADS, Eurocopter, französische Behörden, wobei er sich nur an den Begriff EADS erinnern kann. Er hat uns von einem Gespräch im Kanzleramt im Jahr 2008 berichtet, als es um die Ausweitung der Kooperation mit den Amerikanern ging. An dem Gespräch hat auch der damalige Kanzleramtsminister de Maizière teilgenommen. Herr Urlau hat bestätigt, dass seiner Erinnerung nach in diesem Gespräch die Begriffe EADS, Eurocopter und so weiter nicht konkret gefallen seien, sondern dass es lediglich um allgemeine Probleme bzw. die Zusammenarbeit mit den Amerikanern ging. Aus meiner Sicht ist daher die Aussage des jetzigen Innenministers im April bzw. im Mai diesen Jahres bestätigt. Allerdings hat Herr Urlau auch gesagt, dass es durchaus sowohl im BND als auch im Kanzleramt klar war, dass die Amerikaner mehr wissen wollten, als der BND das vielleicht wollte und das von Anfang an. Also hätte das Kanzleramt es nicht früher wissen können, dass die USA nach europäischen Zielen ausspionieren? Er hat gesagt, dass bereits im Jahr 2005 aufgefallen sei, dass es da versuchte Informationsgewinne gegeben hat. Er hat auch gesagt, dass man das gegenüber den Amerikanern angesprochen und abgestellt hat. Und er hat berichtet, dass es schon auch bei Gesprächen im Kanzleramt thematisiert wurde, allgemeiner Art, dass es eben versuchte Informationsgewinne gab, sodass es in Grundsätzen bekannt war. Er hat aber auch gesagt, dass es auch gegen den Amerikanern gegenüber thematisiert war und aus seiner Sicht dann auch abgestellt war. Das heißt aber unterm Strich, das Kanzleramt hätte durchaus wissen können, schon zu einem früheren Zeitpunkt als 2015, dass es problematische Suchbegriffe von den Amerikanern gab. Wie würden Sie das bewerten? Die Suchbegriffe konkret wurden dem Kanzleramt noch nicht zu dem frühen Zeitpunkt, also 2005 oder 2008, gegenüber genannt. Das hat Herr Urlau auch noch mal konkret bestätigt, dass es diese konkreten Hinweise auf die konkreten Begriffe gegenüber dem Kanzleramt seiner Erinnerung nach nicht gegeben hat. Vielen Dank. Nina Waken war das mit einer Zwischenbilanz sozusagen der Befragung von Ernst Urlau, die im Moment immer noch läuft. Ja, Ernst Urlau hat in der Tat gesagt, vieles, was an Informationen gelaufen ist, ist nur mündlich gelaufen. Das heißt, es gibt auch zum Teil keine Vermerke. Er hat auch zum Teil gesagt, er kann sich nicht mehr erinnern. Also ob konkret Suchbegriffe in der Kommunikation zwischen BND und Kanzleramt genannt worden sind, das ist heute meiner Ansicht nach nicht wirklich rausgekommen. Ich hatte auch die Gelegenheit, einen Vertreter der Opposition zu seinem Zwischenfazit zur Vernehmung von Ernst Urlau zu befragen, Konstantin von Notz. Nach 4,5 Stunden Befragung von Ernst Urlau, was ist denn bei Ihnen bisher angekommen?
Ja, ist eine sehr interessante Befragung des ehemaligen BND-Präsidenten. Er hat auf jeden Fall bestätigt, was wir schon ganz lange vermutet haben, nämlich, dass das Bundeskanzleramt und der BND seit vielen Jahren bösgläubig sind im Hinblick auf die Begehrlichkeiten, die Übergriffigkeiten der NSA. Das heißt, das Kanzleramt wusste eigentlich früher, als wir bisher von Zeugen gehört haben, darüber Bescheid, dass die Amerikaner mutmaßlich noch andere Interessen haben und auch Richtung Europa spähen. Das positive Wissen war da, es wurde dort besprochen, es war ja auch durch mehrere Vorfälle erwiesen und man hat deswegen auch für bestimmte Sachen Konsequenzen gezogen, aber offensichtlich für andere auch nicht, für Bad Aiblingen nicht. Und vor allen Dingen hat man nach Snowden, nachdem man schwarz auf weiß im Sommer 2013 Datenabflüsse ohne Kenntnis des AND, in diesem Fall jetzt des BND, auf Papier nachlesen konnte, dass es die gab, hat man keine Konsequenzen gezogen, hat den Sachen nicht nachgestellt, sondern hat die Sache einfach laufen lassen auf Seiten des Bundeskanzleramts. Und das ist schon ein sehr, sehr fahrlässiges, grob fahrlässiges Vergehen auf Seiten der Bundeskanzlerin und des Bundeskanzleramts. Ernst Urlau ist ein hochkarätiger Zeuge. Er hat heute allerdings zum Teil etwas schleppend agiert, würde ich mal als Beobachterin sagen. Er hat im Gegensatz zu Schindler kein Eingangsstatement gehalten. Was haben Sie denn atmosphärisch für einen Eindruck von Ernst Urlau? Herr Urlau ist ein kluger Mann, ein sehr erfahrener Beamter, der in tausenden ähnlicher Sitzungen schon gesessen hat und unangenehme Fragen beantwortet hat. Deswegen kann der sehr gut mit solchen Situationen umgehen, habe ich auch einen gewissen Respekt davor. Trotzdem sind doch bedauerliche Erinnerungslücken da und bei ganz vielen Fragestellungen eben gerade dieser Knackpunkt im Jahr 2003, wo man wusste, dass rechtlich das eigentlich nicht geht, was man vorhatte, hat er dann sehr ausweichend geantwortet. Das enttäuscht mich schon ein bisschen. Trotzdem, wir werden den Dingen auf den Grund gehen. Wir haben noch einen nicht öffentlichen Teil der Vernehmung. Er ist der Wahrheit verpflichtet und wir werden ihm dann die Akten vorhalten, wo all das drin steht, was wir bereits wissen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Konstantin von Notz war das, der Hauptmann der Grünen-Fraktion hier im NSA-Untersuchungsausschuss mit seinem Zwischenfazit. Ja, die Befragung von Ernst Urlau läuft noch, auch der öffentliche Teil läuft in der Tat noch. Atmosphärisch vielleicht sei noch hinzugefügt, das ist immer ganz interessant hier zu beobachten, anschließend an das, was Konstantin Notz am Schluss gesagt hat, wie die Zeugen hier auftreten. Ganz im Gegensatz zum aktuellen BND-Chef Gerhard Schindler, der hier vor 3 Wochen als Zeuge befragt wurde, ist Ernst Urlau mit einer völlig anderen Strategie hier in diese Vernehmung gegangen. Gerhard Schindler, der ist damals reingekommen, hat ein Statement gehalten, hat Verantwortung übernommen, hat gesagt, ich bin der BND-Präsident, übernehme Verantwortung für das, was in meiner Amtszeit geschehen ist, hat verschiedene Sollbruchstellen in der Vergangenheit aufgezeigt, vor allem in der Amtszeit von Ernst Urlau, nämlich 2005 bis 2011. Ernst Urlau wiederum heute, der hat kein Eingangsstatement gehalten, ist nicht mit einer Art Verteidigungsstrategie hier in diese Befragung gegangen und hat sich zum Teil relativ wortkarg gezeigt. Der Abgeordnete Jens Zimmermann von der SPD hier im Ausschuss, der hat es noch mal hier vor einer halben Stunde auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ich schaue mir immer wieder Ihren Lebenslauf an, in welchen Positionen Sie verantwortlich waren. Sie waren ja nicht irgendwer und Sie tun hier teilweise so, als würde Sie das alles nichts angehen. Also diesen Eindruck hat man hier auch ein bisschen als Beobachter. Aber vielleicht wird es in der Tat so sein, wie so häufig leider im Untersuchungsausschuss, dass im nicht öffentlichen Teil der Befragung dann die interessanten Details herauskommen. Soweit für den Moment hier vom NSA-Untersuchungsausschuss.